erstmal gibt es diese architekturgeschichtliche Kategorie Postmodern und die ist sehr stark in den 80er Jahren verankert. Und darüber ist auch das Buch, das sind 30 Häuser, Berlin der 80er Jahre. Und da war Berlin besonders wichtig in der Architektur, weil wir so eine internationale Bauausstellung hatten, 1984 bis 87. Und die ganzen postmodernen Architekturpositionen der ganzen Welt in Berlin Häuser bauen konnten. Und diese Positionen extrem heterogen und verschiedenartig sind. Und diese Verschiedenartigkeit führt eigentlich dann zu einer Fragestellung davon, was ist postmodern eigentlich, die ich anfangs im Vorwort des Buches auch zu beantworten versuche, nämlich ob postmodern wirklich ein Epochebegriff ist, den man in diesen 70er und 80er Jahren verankern sollte. Oder ob postmodern nicht eigentlich viel mehr eine Haltung ist oder eine Tendenz, eine Kategorie, die immer wieder rhythmisch regelmäßig aufscheint, nämlich als Reaktion auf modern. Der postmoderne Geist ist eigentlich ein ganz offener Geist, einer, der ganz viel zulässt, der nicht denkt, es gibt ein richtig und es gibt ein System und das ist es, sondern der postmoderne Geist ist eigentlich einer, der sehr unterschiedlich sein kann, so wie die Positionen in den 80er Jahren eben sehr unterschiedlich gewesen sind. Also ich würde behaupten, Postmoderne ist immer noch, also auch gegenwärtig. Und Berlin ist irgendwie immer noch ein Ort für diese Vielfalt, wie es das auch schon in den 80er Jahren gewesen ist.